Legendäre Spengler-Cup-Momente mit UBS. Partner seit 1985. Wir fliegen über den Kurpark zu Davos, zur Eishalle und zu dem Stadion, das weit über die Kantonsgrenze, ja über die Landesgrenze bekannt ist. Wegen der einzigartigen Architektur, aber auch wegen dem Hockey, wo an diesem Ort seit eh und je gespielt wird. Und zwischen Weihnachten und Neujahr, da gehört es zur Tradition, dass wir aus Davos berichten. Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserer Spezialsendung «Legendäre Momente». Ja, dass der Bündner Kurort in der Hockeywelt so bekannt worden ist, das verdankt er unter anderem dem Mann, dem Dr. Karl Spengler. Er ist der Sohn von Dr. Alexander Spengler, das ist der Begründer der Davoser Höhenkur und von der Einheimischen, der Elisabeth Ambühl. Und der Karl Spengler war ein grosser Fan vom Hockeyclub Davos, der 1921 gegründet worden ist. Und der Karl Spengler wollte den Hockeyclub unterstützen und hat darum zur Weihnachten 1923 eine Trophäe gestiftet für ein Hockeyturnier, das die einst verfeindeten Nationen zusammenbringen soll in einem kameradschaftlichen Wettkampf auf dem Eis. Das war die Geburtsstunde des Spengler Cup. Ja, und in unserer Sendung wollen wir grosse Spengler Cup-Momente aufleben lassen, wenn wir zurückschauen in die reiche Geschichte. Aber jetzt, wo wir da stehen zwischen Weihnachten und Jahr 2020, hat sich halt Davos schon recht verändert. Es sieht anders aus als normalerweise, weil in diesem Jahr kann ja das Turnier wegen der Pandemie nicht stattfinden. Und das merkt man auch gerade hier im Kurpark, weil da steht normalerweise der Eisdom. Das ist der Treffpunkt für Sponsoren, für Gäste, ja, für die Freunde vom Spengler Cup. Und den gibt es in diesem Jahr eben leider nicht hier bei uns im Kurpark. Aber in unserer Sendung gibt es die grossen Momente. Wir wollen in Erinnerungen schwelgen und Zeitzeuge kommen bei uns zu Wort, wie der Arno Del Curto. Er hat Davos am Spengler Cup über 20 Jahre lang hautnah erlebt. Hockey Town, only Hockey, oder? Nichts anderes als was. Es passiert nur noch da. Es ist nur noch, es ist, und von dem her gesehen, aber ich habe so viel hin und her und auf und ab müssen schauen, dass ich bin froh gewesen, wenn ich bei diesen Fans, wenn ich durchgekommen bin, in Auto und heim und mal können 5 Minuten Ruhe haben. Aber dann ist schon wieder zurück müssen für das Interview. Oder, ja, ich habe das nicht so viel gesehen, aber ich habe gesehen, dass es Bums voll. Lustig, Power, Musik, alle zusammen haben gefeiert und haben es als riesen Event angeschaut und Spass gehabt. Ja, dieses Jahr gibt es keine Festhütte zu Davos, kein Spengler Cup 2020, aber etwas, das bleibt und das gehört zur Tradition. Und das ist das Eisfeld hier auf der hinteren Seite der Eishalle. Und das gibt es auch in diesem Jahr. Und wenn man zu Davos aufwächst, dann gehört Schlittschuhfahren dazu und der Spengler Cup, der gehört eben auch dazu. Und das trifft ganz besonders zu auf meinen Gast, auf den Freddy Pargetzi, der langjährige Turnierdirektor. Freddy Pargetzi, die letzten 30 Jahre haben sie ganz intensiv mit dem Spengler Cup verbracht. Das hat zwischen Weihnachten und Neujahr für Sie eigentlich nichts anderes gegeben. Wie ist es das in diesem Jahr? Ja, es ist sehr speziell, muss ich sagen. Es ist einerseits natürlich eine gewisse Lebensqualität, die man gewonnen hat. Man hat mehr Freizeit, man kann sich der Familie widmen, man kann Geschenke in Ruhe auspacken. Ist ja eigentlich schön, aber die andere Seite ist dann eben die, dass der Spengler Cup halt einfach fehlt, die ganze Spannung vor dem Turnier, die Hektik zum Teil auch, die Vorfreude, dass die Mannschaften kommen, das ist schon das, was grundsätzlich mal fehlen tut. Und ich habe mich definitiv entschieden, ich will mich überhaupt nicht daran gewöhnen an diesen Zustand. Ja, das kann ich mir vorstellen. Sie sind ja mit dem Spengler Cup auch aufgewachsen als Bub in Davos. Sie haben selber gespielt beim HCD, am Spengler Cup gespielt. Und ja, darum sind wir jetzt heute auch eben auf der Schlittschuh. Wenn ich jetzt Ihr Modell anschaue, dann ist das, glaube ich, nicht gerade das Neueste, was wir heute noch im Laden finden. Freddy Pargetzi, aus welchem Jahr sind die Schlittschuhe?
Ja, es ist definitiv ein älteres Modell. Ich glaube, es ist irgendwie so in den 80er Jahren, Mitte 80er Jahre, also mittlerweile etwa 30-jährig. Also, es ist nicht ganz, ganz alt, so wie ich, aber es ist doch relativ alt schon. Aber das passt zur Sendung, weil wir wollen ja heute zurückschauen in der Geschichte und wir wollen ganz weit zurückschauen in der Spengler-Göpp-Geschichte bis zu den Anfängen. Und da muss man noch vorausschicken, dass halt eben auch die Briten eine entscheidende Rolle gespielt haben beim Wintertourismus generell in der Schweiz und natürlich auch da in Davos. Und von dem her ist es halt eben nicht verwunderlich, wenn man die erste Siegerliste anschaut und sieht, dass der allererste Spengler Cup von einem englischen Team gewonnen worden ist. Die Erstaustragung 1923 gewinnt die Mannschaft der Oxford University. Die Engländer sind in der Startphase Stammgast am Spengler Cup und letztmals 1932 siegreich. Selbstverständlich seit Turniergründung und bis dahin immer dabei der HC Davos. 1938 gewinnt der HCD den Spengler Cup bereits zum vierten Mal. Das Entscheidungsspiel gegen den LTC Prag hat es in sich. Wegen einer Schlägerei wird es abgebrochen und erst im Februar wiederholt. Der LTC Prag kommt auch in der Folge gerne und oft nach Davos, so auch 1948. Die Tschechen gewinnen das Traditionsturnier zum dritten Mal in Folge und gelten damals als beste Mannschaft Europas. Die Bilder aus dem Finalspiel 1948 gegen den HC Davos zeigen, ob Schneefall, Kälte im Unter-Null-Bereich oder sonstige Widrigkeiten, es wird gespielt auf dem Natureis, notfalls auch nach Unterbrüchen, Schneeräumeinheiten oder gar Tage später. 1960 bedeutet ein Meilenstein für den Spengler Cup. Das Kunsteis kommt und sorgt für bessere Planbarkeit am Traditionsturnier. Der erste Sieger auf der künstlichen Eisfläche, der Athletic Club de Boulogne-Billancourt, in dessen Reihen der Schweizer Nationalgoalie Jean Ayer steht. Der damals 30-Jährige ist eine Teamstütze und triumphiert mit dem Franzosen zwischen 59 und 61 gleich dreimal in Serie. Ah, wenn man die alten Bilder sieht, Freddy Bergetzi, man kann sich das eigentlich fast nicht vorstellen, wie die damals Hockey gespielt haben, so ohne Helm und Goalie, ohne Maske. Ja, wie ist zu dieser Zeit geschossen worden? Wie haben wir damals gespielt? Ja, das war sicher eine komplett andere Sportart, als was es heute ist, also bezüglich Verletzungsgefahr auch. Ich meine, die Spieler damals, die sind effektiv kaum geschützt. Der Goalie hatte keine Maske, die Spieler hatten keinen Helm. Aber alles ist natürlich viel, viel gemütlicher zu und her gegangen. Die Schüsse haben wahrscheinlich die Stärke von einem Pass von einem Spieler von heute. Es hat sicher auch sehr viele Verletzungen gegeben, aber es waren andere Verletzungen gewesen. Heute sind es natürlich mehr Zähneprall, Hirnerschütterung und solche Sachen. Früher waren es mehr Schnatten gewesen. Also Schnittwunden, die man dann einmal in der Pause schnell verarztet hat und noch weitergespielt. Also der Goalie hat sicher auch einmal eine Schnatten gehabt, in der Jean Ayer. Das ist ja eine grosse Figur am Spengler Cup, wenn man sein Palmarès anschaut, der Schweizer Nationalgoalie, der mit Paris dreimal den Spengler Cup gewonnen hat. Aber Jean Ayer hat auch mit dem HCD den Spengler Cup viermal gewonnen. Also bei 10 Teilnahmen hat er den Spengler Cup siebenmal gewonnen. Das war so eine Figur in dieser Geschichte. So Figuren hat es einen ganzen Haufen gegeben, natürlich, oder? Also die Hartgesottenen, die zu diesen Zeiten irgendwie den Unterschied auch ausgemacht haben. Haben es auch dort schon die Stars gegeben? Ja, auf jeden Fall. Also der Spengler Cup ist sicher eine Veranstaltung, die geprägt wurde, ist von immer wieder grossartigen Persönlichkeiten zurück bis in die Anfangszeiten. Hat sogar einmal ein Premierminister im Spengler Cup gespielt, der Premierminister von Kanada. Ist Teilnehmer gewesen, ist auch wieder zurück und ist Premierminister in Kanada geworden. Oder Bibi Toriani und all die Leute. Also, ich glaube, das ist schon das, was der Spengler Cup ausmacht, dass immer wieder grossartige Persönlichkeiten da gewesen sind. Ja, das sind Erinnerungen, die wir aufleben wollen. Und das wollen wir auch machen mit dem Vorgänger von Freddy Pargetzi als Turnierdirektor, mit dem Alfred Putz-Gfeller. Auch er ist Davos als Hockeyspieler aufgewachsen. Da sehen wir ihn auf dem Foto. Da war er der Goalie in diesen Jahren gewesen. Später ist er dann auch Spieler gsi beim Hockey Club Davos und ja, auch er hat natürlich frühe Erinnerungen an das Traditionsturnier zu Davos. Ich mag mich noch erinnern, im 52, da bin ich 10-jährig gsi, habe ich da die Italo-Kanadier vom HC Milano Inter habe ich gesehen auf der Promenade. Die haben sich im Hotel umgezogen und sind mit Vollmontur auf die Eisbahn gelaufen. Die Schlittschuhe über den Schultern, haben gespielt und zurück sind sie wieder gleich. Oder? Das war ein Erlebnis für mich. Ja, und sein erster Job, den er hatte, hat der Putz-Gfeller gesagt, war 1956. Er war der, der den Tee bringen für die Mannschaft und die Garderobe aufräumen musste.
Das war ja so, ja, glaube auch Ihr erster Job, Fredi Pargetzi, oder? Ja, es war so üblich, wenn man Junioren war, dann konnte man sich bewerben können um einen so einen Job, um einen Fugi, wie man gesagt haben. Das kommt wahrscheinlich vom Material um einen Fugi. Ja. Ist man Fugi geworden. Es war dann immer ein Wettkampf, wer kann zu welcher Mannschaft gehen. Ich hatte das Glück, dass ich so Mitte der 60er Jahre eine schwedische Mannschaft zugeteilt bekommen, Modo Alfredshem. Das war mein Traum. Ich war schon von Anfang an ein grosser Fan vom schwedischen Eishockey und konnte dann dort mit dieser Mannschaft die 5-6 Tage in Davos verbringen. Das war ein grossartiges Erlebnis natürlich jedem. Also was heisst verbringen? Was hätte man machen? Ist man überall dabei gewesen? Ja, auf jeden Fall. Also, man ist ausgestattet worden mit einer Jacke oder mit einem Liebli und man hat dann wirklich von morgen bis am Abend können die Mannschaft begleiten. Hat natürlich auch Aufgaben gehabt, angenehm und weniger angenehm. Man musste Kabinen putzen, musste ein Isolierband bringen und ja, so Sachen. Hat auch bei dem die Laune der Spieler ertragen, wenn sie nicht so gut gespielt haben. Ehrlich, das hat der Davoser Bub dann quasi auch gemacht. Hat man dann auch gegengezeigt irgendwie? Ja, es hat dort so gewisse touristische Veranstaltungen gegeben. Also, man ist mit diesen Teams auf den Berg rauf und hat ihnen ein bisschen die Umgebung gezeigt. Das hat dazugehört. Ja, und gespielt wurde ist in diesen Jahren ja, von draussen. Ohne Dach, zum Teil auf dem Natureis. Der Putzfelder erinnert sich. Die Zuschauer, die Spieler, das Eis verschneit. Bilder, die es immer wieder gab, ab der Erstaustragung bis hinein in die 60er und 70er Jahre. Ja, man hat nichts anderes gekannt, oder? Wir haben da bis minus 20 haben wir Turnier gespielt. Etwa mal hat es geschneit, haben wir alle 10 Minuten oder sogar alle 5 Minuten müssen das Eis reinigen. Wir haben nichts anderes gekannt, oder? Und es sind ja noch viele Eisbahnen in der Schweiz auch ohne Dach gewesen. Das ist der Blick von oben auf die offene Davoser Eisbahn. Auch 1974 wurde noch unter freiem Himmel gespielt. Damals, als der Spengler Cup für ein paar Jahre vom Clubturnier zum Nationenturnier umgemodelt wurde und die Schweiz, hier in Rot-Weiß, gegen Teams wie die Niederlande, die U23-Nationalmannschaft Finnlands oder Polen antrat. In jenem Jahr 1974 kam es auch zu einer besonderen Geschichte, die dem Spielen unter freiem Himmel geschuldet war. Am 27. Dezember 1974 ist das passiert. Starker Schneefall gehabt. Die Partie Schweiz gegen Polen ist nach 35 Minuten abgebrochen worden. Wegen dem starken Schneefall. Und es war 5-2 für Polen. Und dann haben wir gesagt, im OK, wir sollten das Spiel wiederholen. Und trotz finanzieller Zustupf für Polen, sind sie nicht einverstanden. Sie sind nicht mehr angetreten. Die Oben-ohne-Situation am Spengler Cup. Sie hielt bis und mit 1978 an, ehe das bekannte für seine spezielle Architektur berühmte Dach über dem Eisfeld kam. Ja, wir schauen hier über zur Halle. Wirklich ein architektonisches Meisterwerk. Jetzt ist sie ja renoviert worden, modernisiert worden. Die Halle, aber der Charakter von dem Dach, Fredi Pargetzi, der ist geblieben. Und der Bau war ja damals etwas ganz Spezielles gewesen. Der HCD ist aufgestiegen von der Nazi B Nazi A 1978 und hat dann schnell eine Halle gebraucht. Und die Zeit hat gedrängt. Und ja, das Projekt war ambitioniert gewesen. Wie ist das abgelaufen, dass es geklappt hat? Ja, es ist so. Also der HCD ist relativ unerwartet aufgestiegen. Im glaube Ende März, Mitte April hat man den Entscheid gehabt. Man hat gewusst, wenn man wette in der Nazi A, wie es damals geheißen hat, wenn man wette dort mitspielen, dann braucht es eine Halle. Das ist zwingend gewesen. Ohne ist es nicht gegangen. Also es hat einen unglaublichen Entscheidungsprozess gebraucht. Also ich sage, Mitte April ist es angefangen, im November ist das Stadion gedeckt gewesen. Noch nicht fertig, so wie es jetzt ist, aber mindestens gedeckt. Da hat es die ganze Planungszeit gebraucht, da hat es den politischen Prozess gebraucht, mit Volksabstimmungen. Es hat zwischen ihnen noch einen Gerichtsfall gegeben, der bis in Lausanne vor dem Bundesgericht gelandet hat. Und im November ist das fertig gewesen. Also ich denke, neben dieser unglaublich schönen Halle ist es auch eine logistische Meisterleistung gewesen, dass man das in diesem extrem kurzen Zeitfenster auf die Beine können stellen. Und die Zimmerleute, die hier auf dem Dach oben gebaut haben, ja, haben Sie das mitverfolgt, auch der Bau der Halle? Das war, glaube ich, ein grosses Ereignis. Also ich war zu dieser Zeit nicht in Davos, habe im Unterland gelebt, habe das natürlich ein bisschen mitbekommen aus der Distanz raus. Aber es ist schon so, also es ist, die Träger, die Binder, die sind am Bodensee sind die erstellt worden. Das sind riesenlange Binder. Nur schon die nach Davos aufbringen, das ist eine logistische Meisterleistung. Also es ist nicht auf der Straße gegangen, weil die Radien von der Kurve
Klosters Davos sind zu eng. Man hat das mit der Bahn machen. Der HB hat das Profil von der Tunnel abändern, dass die Binder um die Kurven herumgekommen sind. Also, das war nur so gewesen, aber es ist jetzt, wenn man das Stadion so sieht, macht einem extrem stolz. Gehen wir zurück zum Turnier. Da hat auch Politik eine Rolle gespielt. Vor allem in den Jahren, wo die Spieler aus der Sowjetunion und aus der Tschechoslowakei gekommen sind. Eine riesige Bereicherung natürlich für das Turnier. Aber die politischen Spannungen, die es damals gab, ja, die hat man gemerkt. Also ich als Bub in den 80er Jahren mag mich noch erinnern, die Ukraine war gegen Spartak Moskau. Die Moskauer Spieler sind immer ausgepfiffen worden, gnadenlos. Und die Ukraine ist gefeiert worden. Hat das Turnier ja auch ein Haufen Mal können gewinnen. Wie war das damals gewesen, in den Anfängen und auch die politischen Spannungen? Was haben die für einen Einfluss auf das Turnier? Ja, eben, das war eine sehr spezielle Zeit. Also, ich erinnere an den Prager Frühling im 68, der natürlich schon politisch sehr dramatisch war. Das hat man auch hier stimmungsmässig im Stadion gespürt. Die Spieler, glaube ich, untereinander, die haben das Problem ein bisschen weniger gehabt. Aber gerade im Publikum ist es natürlich hautnah, hat man das gespürt. Das war der Böse gegen die Liebe. Und schon noch eindrücklich, was dort dann abgegangen ist. Die Spieler aus der Sowjetunion, die damals gekommen sind, die haben sie auch miterlebt, weil sie sind dort eben auch noch der Garderobe-Bub von denen. Wie sind die Russen gewesen, nachdem sie die Schweden auch noch erlebt haben vorher? Ja, die waren extrem verschlossen. Das war Lokomotive Moskau 1967. Ich glaube, das erste Mal, wo überhaupt eine russische Mannschaft in Spengler gekommen ist. Alle waren sehr, sehr gespannt. Man hat viel gehört über das russische Eishockey. Gesehen hat man es eigentlich noch nicht. Die Spieler waren sehr, sehr verschlossen. Sie waren sehr streng geführt. Also, es hat also, zwischen Hotel und Eisstadion hat es eigentlich nichts anderes gegeben. Die Kommunikation war natürlich gleich null. Ich konnte nicht Englisch können, sie haben überhaupt nur Russisch geredet. Also, man hat also mit Rauchzeichen und Handzeichen hat man versucht, sich ein bisschen zu verständigen. Aber das war schon eindrücklich, also als junger Bub die Kultur ein bisschen mitzubekommen. Aber eben, der Freddy Pargetz hat es gesagt, man hat viel von dem Hockey gehört, aber gesehen hat man es dann effektiv eben erst am Spengler Cup. Die hohe Kunst der Spieler aus der Sowjetunion und aus der Tschechoslowakei. Auch sie haben den Spengler Cup geprägt und das hat noch angefangen in dieser Zeit, wo es noch kein Dach gab, zu Davos. In den 60er Jahren bekommt der eiserne Vorhang erste Risse. Erstmals kurven am Spengler Cup Teams aus der Tschechoslowakei und der Sowjetunion über das Davoser Eis. Für Alfred Gfeller, damals Spieler beim HC Davos, waren diese Aufeinandertreffen wie eine unheimliche Begegnung der dritten Art. Wir haben natürlich gewusst, dass die super Eishockey spielen mit ihrer Kombinationsmaschinerie, die sie gezeigt haben. Perfekt trainiert. Mir ist nachher später gesagt worden, die sind etwa mal 100 Tage sind sie in Ostsibirien gewesen, haben Spielzeug tausendmal trainiert, bis es geklappt hat. Wir sind für Abend Eishockeyaner gewesen. Wir haben geschafft den ganzen Tag und haben am Abend zwei bis dreimal trainiert. Und dort sind die Spiele schon ungleich verteilt gewesen. Das sind wirklich Profis gewesen, die Sowjets und die Tschechoslowaken. Der Spengler Cup profitiert in dieser Zeit von den politischen Spannungen. Die Tschechoslowaken von Dukla Jelava prägen das Turnier jahrelang. Ihre Duelle mit den sowjetischen Teams sind stets hart umkämpft. Doch nicht allen gefällt die fremde Eishockey-Kunst aus dem Osten. Ich bin im Stadion gesehen, habe geschaut, auf das Mal fliegt eine Flasche rein, also wie ein kleines Bierfläschchen mit roter Farbe. Außerhalb vom Stadion hat das einer reingerührt. Wir haben ihn offen gespielt, noch kein Dach gehabt. Und die Polizei ist dann sofort dem nah. Und ich habe gehört, sie hätten den nie verwünscht. Das muss einfach ein Ostblock-Hasser sein oder Sowjet-Hasser, wie man es auffassen tut. Bis Mitte der 80er Jahre sind die sowjetischen und tschechoslowakischen Teams die Attraktion am Spengler Cup. Ihre Kultur fasziniert. Doch mit dem Zerfall der Sowjetunion schwindet allmählich auch ihr Einfluss am Spengler Cup. Ja, die hohe Kunst von dem Hockey hat natürlich eine andere Qualität hineingebracht. Und der Freddy Pargetzi hat draussen dann nicht nur in der Garderobe erlebt, wo er die Garderobe putzen und aufräumen musste, sondern dann zwei Jahre später auch als Spieler der erste Spengler Cup-Einsatz gerade gegen die Russen. Wie ist das gewesen? Ja, das ist natürlich ein unglaubliches Erlebnis gewesen und für mich etwas ganz Spezielles, weil wie gesagt, ich bin
zwei Jahre vorher bin ich Fugi gsi und dann mag ich mich erinnern, sind wir da am Bulli-Kreis gestanden, am Anspiel unten. Da der Russ und da ich. Und dann haben wir so raufgeschaut. Und er runtergeschaut und raufgeschaut. Und auf einmal habe ich gemerkt, da geht es bei meinem Kopf etwas vor. Hat er so ein ganz leichtes Lächeln hat er sich auf dem Gesicht gezeigt und gesagt, ah, Stickboy. Ah ja, hat er sich erinnern? Ich nehme es an, ja. Und dann ist der Böck reingeworfen worden und ist losgegangen. Und wie war es? Ja, nur auf eine Richtung haben wir Hockey gespielt. Ich glaube, irgendwie etwa 14-1 oder so. Also ja. Relativ deutlich. Also der beste Platz zum Zuschauen ist es damals gewesen, he? Kann man sagen, ja. Ja, wir verschieben uns vom offenen Eisfeld Richtung Eishalle, weil ja, nachher ist die Spengler Cup Attraktion natürlich da im Stadion losgegangen und es ist ein neues Team dazugekommen, ein neues Element auch, das der Spengler Cup bis heute prägt, nämlich das nordamerikanische. Team Kanada war das erste Mal im Spengler Cup dabei gewesen, und die haben etwas immer ganz speziell zelebriert. We are family. Kanadier, die haben den Spengler Cup zelebriert, nicht nur im Stadion, sondern auch draußen mit ihrem Familienprogramm. Die haben immer Kind und Kegel mitgenommen in die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr. Ja, die meisten Profis, die sind ja irgendwo zu Europa engagiert gewesen und haben ja nicht können zurück auf Nordamerika und darum haben sie da als grosse kanadische Hockey-Familie eben die Viertag miteinander verbracht. Und jetzt sind wir da im Stadion in dieser Garderobe, die für das Team Kanada reserviert gewesen wäre oder ein Teil von dieser Garderobe. Die Teams die brauchen ja Haufen Platz und wir haben alle Liebli da von diesen Mannschaften, die beim Turnier 2020 gespielt hätten. Und der Freddy Borghezzi sitzt da gerade neben dem Kanada-Liebli. Und ja, we are family. Da sind aber einen Haufen gekommen. Freddy Borghezzi, Kanadier, in ihnen öppen Kopf zerbrechen. Gebracht. Oder 27 Spieler gehören in ein Kader rein. Mit wie vielen Leuten sind da mal Kanadier gekommen? Ja, also ich mag mich erinnern, ich glaube, am meisten sind es gewesen, wo es 176 Leute gekommen sind. Vielleicht sind die Hunde dort auch noch dabei gewesen, ich weiß es nicht. Aber eine sehr grosse Delegation ist logistisch nicht ganz einfach, wenn man weiss, dass der Fuss zwischen Weihnachten und Neujahr komplett ausgebucht ist mit den Hotelzimmern. Also nur schon eine Bleibe zu finden, ist nicht immer ganz einfach gewesen. Aber Kanadier sind sehr, sehr anspruchsvoll, sie fordern viel, sie wollen alle Details abgeklärt haben. Wenn sie mal ihre Sachen haben, dann sind sie zufrieden und dann zeigen sie noch eine tiptoppe Leistung dafür. Ja, wir haben das Turnier immer voll ernst genommen, wir sind wirklich gekommen zum Gewinnen. Und eben, das mit den Hunden war kein Witz, weil die haben ja eben Hunde dabei gehabt. Also da sind nicht nur Partnerinnen und Frauen dabei und Kinder, sondern da sind noch Onkel, Tanten, Grossmütter. Und manchmal sind die glaube ich, auch einfach da gestanden und ihr habt erst am 26. erfahren, dass noch mehr kommen. Wie war das einmal? Ja, das ist einmal später als 26. geworden. Also ich glaube, wir haben noch Hotelbuchungen gemacht am 29., 30. Das war eins hin und her. Die Hotels sind halb verrückt worden. Ja. Aber irgendwie ist es dann einmal immer gegangen. Aber sie haben alles gegeben für das Turnier, das Team Kanada. Heute kann man es nicht mehr wegdenken. Und die Verpflichtung der Kanadier am Spengler Cup, das war definitiv ein Meilenstein gewesen in der Turniergeschichte. Alfred Gfeller blickt heute mit Stolz auf seine Ära als Turnierdirektor zurück. 1984 gelingt ihm mit der Verpflichtung des Team Kanada ein Coup. Nach zähen Verhandlungen gibt es neben den Tschechoslowaken und Sowjets endlich eine dritte Kraft. Ich bin dann fast drei Jahre nachgereist, über die Stationen Lugano, Helsinki, München, Sarajevo. Und habe immer wieder sagen, dass ich eines der ältesten Turnier. Und es nehmen die Sowjets und Tschechoslowaken teil. Und nach reiflicher Überlegung hat das Team Kanada im 1984 endlich gesagt, wir kommen. Und prompt haben sie gerade das Turnier gewonnen gegen die starke Mannschaft von Chimik Voskresensk. Ich hatte Freude. Es hat dem Turnier Auftrieb gegeben. Die Kanadier werden zu Stammgästen in Davos und zu Seriensiegern. 1997 gewinnt Coach Andy Murray bereits seinen sechsten Titel und wird fortan Mr. Spengler Cup genannt. 2012 kommt es zum Schaulaufen der Stars. Weil die NHL wegen eines Arbeitsstreits pausiert, bekommt der Spengler Cup Weltklasse-Spieler zu sehen und einen strahlenden Sieger aus Kanada. Und auch letztes Jahr spielt Team Kanada seine Gegner schwindlig. Mit dem 16. Turniergewinn krönt es sich zum Rekordsieger von Davos. Und jetzt sind wir in der Eishalle, da wo die Kanadier vor einem Jahr noch ihren Turniersieg können feiern. Aber die Halle hat sich in der Zwischenzeit verändert. Die Umbauarbeiten, Freddy Borghezzi, sind abgeschlossen worden. Jetzt ist es wirklich
eine Arena geworden, da rundum. Eine bauliche Massnahmen, die auch für den Spengler Cup getroffen worden sind. Ja, es ist tatsächlich auch wichtig, auch nötig, dass wir gewisse Anpassungen machen. Insbesondere die Kabinen sind, so wie wir sie vorher hatten, wirklich nicht mehr zeitgemäss gewesen. Und jetzt haben wir Unterkünfte für die Mannschaften hier im Stadion, die einigermaßen wieder State of the Art sind. Und zusätzliche Sitzplätze zu geben, ist auch wichtig, die Kapazität noch einmal zu erhöhen? Ja, das ist, glaube ich, schon ein bisschen Trend. Mindestens im Spengler Cup gibt es immer mehr und mehr Nachfrage nach Sitzplätzen. Und von dem her haben wir einfach den Marktbedürfnissen entsprechend nachgekommen. Es wäre so schön alles parat gewesen, macht es das eben auch umso bitterer, dass er jetzt genau jetzt in diesem Jahr nicht stattfindet, der Spengler Cup. Ja, so ist es. Ich meine, es ist für uns sehr schwierig. Für Zucker Spengler Cup ist es sehr schwierig, auch emotional schwierig. Für den HZ ist es schwierig, wirtschaftlich. Aber trotz allem, wir müssen das auch ein bisschen einordnen. Ich meine, es ist eine weltweite Pandemie. Es gibt sehr, sehr viele tragische Fälle auf dieser Welt. Und von dort her müssen wir das auch richtig einordnen. Aber es ist schon, es trifft uns hart, definitiv. Es geht einem ins Herz. Ja, gerade jetzt, wenn wir am 27. auf dem Eis hocken und uns überlegen, was jetzt würde abgehen da drin. Ja, es ist so. Es tut weh. Es tut weh. Wir haben die grossen Figuren gesehen und grosse Momente schon erlebt am Spengler Cup. Und wenn jetzt weitere grosse Momente aufleben lassen mit grossen Figuren, mit Weltklasse-Spielern, die es immer gegeben hat bei diesem Turnier. Er ist ein Pionier des Schweizer Eishockeys. Bibi Toriani prägt mit dem HC Davos die 1930er und 40er Jahre. Gemeinsam mit den Gebrüdern Hans und Pick Gattini bildet er den legendären Niesturm, gewinnt in jener Zeit sechsmal den Spengler Cup. Noch heute sind die Vorrundengruppen nach ihnen benannt, Toriani und Gattini. In den 70ern macht der Tschechoslowake Václav Nedomanský seine Aufwartung in Davos. Sein Auftritt im entscheidenden Spiel gegen Traktor Tscheljabinsk ist Alfred Gfeller bis heute geblieben. Die haben 5-2 gewonnen, Slovan Bratislava, Nere Dalai. Zwei Gole und drei Assisten dazu beiträgt. Für mich eigentlich die grösste Leistung von einem Einzelspieler am Turnier, den ich gesehen habe. Und offenbar sind Sie so beeindruckt, dass Sie selber gar noch zum Fotoapparat sind? Ja, genau. Ich war dort Sekretär, bin dann mal während dem Spiel runter und habe ihn fotografiert auf der Strafbank. In den 90er Jahren gastiert Hakan Loeb mit Färjestad in Davos, ein Stürmer mit außergewöhnlichem Erfolgsausweis. Stanley Cup-Sieger mit Calgary, Weltmeister und Olympiasieger mit Schweden. Königlich. Es ist aber auch die Ära von Slava Bykov und Andrei Chomutov. Eben erst hat Fribourg-Gotteron die beiden Stars verpflichtet. Da treten sie 1990 am Spengler Cup für Kloten an. 3 Jahre später sind sie dann auch im Dress des HC Davos, eine Turnierattraktion. Auch eine Goalie-Legende kommt nach Davos. Zum Ausklang seiner Karriere hütet 2010 Dominik Hašek das Tor von Spartak Moskau. Dies 23 Jahre nach seinem ersten Spengler Cup-Gastspiel. Ob Thornton, Nash oder Hagman, Arno Del Curto durfte schon einige NHL-Spieler coachen. Aber am Spengler Cup bleibt ihm vor allem ein Auftritt in Erinnerung. Jener von Patrick Kane im Halbfinale gegen Witkowice 2012. Die Tschechen waren sehr stark, gross und haben alles zugemacht. Und auf der Kane haben sie doppelt. Also der erste hat probiert zu verwischen. Wenn er nicht, der zweite gekommen hat, dann probiert zu verwischen. Und irgendwann ist er dann durchgekommen. Und dann hat er tatsächlich kurz vor Schluss nochmal so einen Sohlauf und er hat praktisch allein die Tschechen geschlagen. Also wahnsinnig. Und dann war er bei mir im Büro, hat ein schönes Bier getrunken und eine Freude gehabt. Leider hat er am nächsten Tag nicht mehr den gleichen Effort angebracht. Aber es war geil. Zum Turniersieg reicht es dem HCD trotz Patrick Kane nicht. Team Kanada hat in jenem Jahr noch mehr Star Power. Ja, Reto von Arx, Joe Thornton, Patrick Kane auf einem Bild. Und wenn man alle diese Bilder eben auch sieht und die Match wieder in Erinnerung ruft, dann sieht man eben auch den Wert vom Spengler Cup, eben auch für das Schweizer Hockey und natürlich eben auch für Davos, wo alle die Weltstars vom Hockey da aufgelaufen sind. Freddy Pargetzi, was haben Sie von diesen Spielern auch für Feedback haben gekriegt, also während dem Turnier? Ja, während dem Turnier hat man eigentlich ein bisschen weniger Kontakt untereinander. Vor allem aber nach dem Turnier. Die Hockey-Familie ist ja nicht wahnsinnig gross. Man trifft sich immer wieder an Weltmeisterschaften und so.
Und das war auch von diesen ganz grossen Spielern gehört eigentlich nur riesengroße Begeisterung, riesengroßer Respekt auch gegenüber dem Turnier. Und es hat mir noch kein einziger gesagt, es hat ihm da nicht gefallen, sondern sie sind alle sehr angetan von dem, was da erlebt. Obwohl das Turnier hat zwischen Weihnachten und Neujahr stattfindet, eigentlich in einer schwierigen Zeit, terminlich, weil halt irgendwie Familie Weihnachten bei vielen auch würde auf dem Programm stehen, aber das hat die nie Kinder zum Kommen. Im Gegenteil, haben sie es sogar auch genossen da in der Winterlandschaft davon. Ja gut, das ist ja sicher ein wesentlicher Teil von unserem Konzept zur Mannschaft anzuholen, dass wir ihnen ermöglichen, sie können auch eine Familie mitnehmen. Also, und das ist mittlerweile fast Usus. Also die meisten Mannschaften bringen ihre Familie mit und von dem her ist das natürlich ein riesengroßer Mehrwert auch für die Spieler, dass sie ein paar Tage hier verbringen können, gutes Hockey spielen, aber nebenbei auch noch mit der Familie gute Zeit in dieser wunderbaren Landschaft verbringen. Grosse Spielerfiguren haben wir gesehen. Grosse Figuren sind aber auch neben dem Eis gesehen im Spengler Cup. An der Bande zum Beispiel. Ich denke an einen der grössten Trainer, die es gibt. Viktor Tichonov mit ZSK Moskau war er da gewesen, anfangs der 90er Jahre. Wie haben Sie ihn erlebt? Ja, so der Viktor Tichonov ist für mich der grösste Coach, den es überhaupt gegeben hat. Er war eine riesige Nummer zu seiner Zeit. Er hat auch unglaublich Erfolg. Natürlich immer ein anderes System drin, aber er ist glaube ich, schon der das Hockey ganz maßgeblich geprägt hat. Er ist als Mensch ist er sehr schwierig, ist nicht annahbar gewesen, also man ist fast nicht aneinander gekommen. Ich mag mich dann aber erinnern, sie haben das Turnier gewonnen und wenn ein Russ gewinnt, dann kommt er ein bisschen aus sich raus. Ich habe dann ein Telefon bekommen nach dem Turniersieg. Ich soll ins Hotel, wo die Russen untergebracht sind, soll ich auch mit ihnen noch den Sieg feiern. Und das ist dann ein bisschen ausgiebige Feier geworden mit einer spezieller Getränkemischung. Das hat man noch lange im neuen Jahr gespürt in dem Fall. Definitiv, ja. Und eine andere Figur ist Jari Kurri, einer, der im Welthockey das Grösste gewonnen hat. Natürlich Stanley Cup-Sieger mit Edmonton zu Gretzky-Zeiten. Auch er war da gewesen, als General Manager von Jokerit Helsinki, einem finnischen Team. Ist das auch ein Zeichen von Wertschätzung, wenn er als GM entscheidet, dass seine Mannschaft daherkommt? Ja, ich glaube schon. Eben, wie ich vorhin gesagt habe, grundsätzlich kommen die Mannschaften gerne an, weil die Rahmenbedingungen stimmen. Das grosse Problem ist einfach, dass sie ein Spiel vorholen und nachholen in der Liga. Und durch das wird alles gedrängt. Aber grundsätzlich kommen sie schon sehr, sehr gerne auf den Fuss. Und wenn ein Jari Kurri sagt, ich will auf den Fuss kommen, dann ist das sicher ein grosses Kompliment an das, was wir hier machen. Manchmal sind sie aber auch knapp angereist, oder? Da hat es, glaube ich, auch noch einen Stressmoment gegeben, oder? Mit den Schweden, die erst am 26. zum Beispiel kommen wollten. Ja, definitiv. Also, das war Ferienstag. Die haben, sind ein paar Mal da gewesen. Die haben aber als Bedingung haben sie gehabt, dass sie erst am 26. wollen reisen, damit sie noch Weihnachten heim verbringen können, aber bereits am 26. auch schon spielen. Also, das war dann wirklich einmal immer auf Messerschneide. Also, ich mag mich erinnern, in dem Jahr, wo da der Lothar durch die Täler durchgezogen ist, ist also wirklich 11:55 Uhr und dann wären sie nicht angereist. Und dann hätten wir ein gröberes Problem gehabt, um den Spielplan noch einigermaßen durchzubringen. Wir haben von grossartigen Figuren, grossartigen Spielen geredet. Es hat aber auch ein Match gegeben, der Ihnen ein bisschen anders in Erinnerung geblieben ist. Der Final 1999. Dort hat Metallurg Magnitogorsk gegen die Kölner Haie gespielt. Und ja, die sind sich schon in der Turniergruppenphase begegnet. Und dort hat es schon ja, ein paar Rechnungen gegeben, die nachher offen geblieben sind. Wie war das damals? Ja, es war in der Tat so. Dass der Lance Nedry, der auch der große Vergangenheit hatte, war dort der Coach. Und, es hat einen Zwischenfall gegeben. Es hat einen russischen Spieler schon auf eine ziemlich üble Art und Weise einem deutschen Spieler das Handgelenk gebrochen, wie man so einen Doppelhänder. Und die Deutschen sind da sehr aufgebracht gewesen, und sind dann nach dem Spiel sind sie zu mir gekommen, haben reklamiert und haben dann schon dort geschworen, dass wenn sie dann auf die Russen im Finale treffen werden, dann, dass es ein Spiel von der übleren Art wird und das Versprechen das ist eins zu eins eingelöst. Das ist dann eben prompt passiert und das sind ein paar Bilder aus dem Finale. Freddy Pargetzi, das ist nicht so ein Spengler Cup-like, was man da sieht in dem Match, oder? Nein, definitiv nicht. Und das ist, glaube ich, in meiner Karriere als OK-Präsident ist, glaube ich, das einzige Mal, dass ich wirklich runtergegangen bin in der Kabine in der Pause und zu beiden Mannschaften und gesagt habe, was unsere Erwartungen und unsere Ansprüche sind. Aber es hat nicht viel genützt. Ja. Ja, so Sachen hat es in der Geschichte als Turnierdirektor, wo man natürlich so Haufen erlebt. Ihre Zeit von 1990 bis
2015 waren sie der Turnierdirektor vom Spengler Cup und wir haben die Momente eingefangen, auch, wo sie damals gewürdigt, verabschiedet worden sind, hier in der ausverkauften Davoser Eishalle. Der Präsident Gaudenz Domenic, der ihnen da das spezielle HCD-Trikot überreicht. 1990 bis 2015. Ja, man sieht auch diese Bilder, Freddy Pargetzi, das Turnier, das bedeutet ihnen alles. Ja, sagen wir mal viel. Es gibt schon noch zwei, drei Sachen, die ein bisschen mehr wichtiger sind im Leben, aber es bedeutet mir wirklich sehr viel. Es ist, glaube ich, auch ein bisschen Teil von mir oder hoffentlich auch ein bisschen Teil vom Turnier geworden. Ja, sie sind das ganze Jahr natürlich auch immer für das Turnier unterwegs gewesen und jetzt natürlich auch immer noch im Einsatz. Der ganze sportliche Teil, den sie eben auch unter sich haben, Teams immer noch einladen und alles organisieren, dass da die Match da gut können über die Eisfläche gehen. Aber in der Turnierorganisation, da hat es eine Änderung gegeben und der Freddy Pargetzi, der hat das Zepter übergeben und zwar an Marc Gianola. Freddy, übergib Marc. Marc Gianola, der CEO vom Hockey Club Davos, auch der Spengler Cup Direktor oder der Chef vom Organisationskomitee. Und der Marc Gianola, den werden wir jetzt in unsere Runde dazu nehmen. Ehemaliger HCD-Spieler, selber im Spengler Cup gespielt beim HCD von 1994 bis 2010 und jetzt bei uns in der Runde ist als Turnierdirektor Spengler Cup. Marc Gianola, das ist ein grosses Erbe, wo man da übernimmt, auch eine grosse Verantwortung, gerade jetzt auch, wenn man wieder in die Geschichte von dem Turnier zurückschaut. Ja, absolut. Der Freddy ist eine Legende vom Spengler Cup und in diese Fußstapfen zu treten ist nicht einfach, aber wir zwei sind ein gutes Team. Der Freddy ist immer in meiner Nähe und immer wenn ich Schwierigkeiten habe, dann rufe ich den Freddy an und weiss, wie man es richtig macht. Was kann es so für Schwierigkeiten geben? Ja, die grösste Schwierigkeit haben wir jetzt das erlebt, oder? Mit Covid. Eine Absage vom Turnier, das ist eben das fünfte Mal von der raumreichen Geschichte vom Spengler Cup passiert. Und das sind nicht einfache Sachen, die jetzt dieses Jahr zu entscheiden sind. Und bei mir haben das im OK sehr gut gemeistert, meine ich, und auch schlussendlich zum richtigen Schluss gekommen. Ja, es braucht natürlich eine grosse Organisation, einen grossen Vorlauf, damit das eben alles funktioniert. Und ja, der HC Davos ist ein wichtiger Teil natürlich vom Spengler Cup Turnier als Gastgeber sowieso. Und jetzt ist für uns der Moment gekommen, um gerade mit dieser Runde auch ja, die Erfolge vom HCD können anzuschauen. Die Erfolge, die der HCD beim eigenen Turnier hat können feiern. Der Spengler Cup und der HC Davos. Tradition und eine Kombination, die passt. 1927 bei der fünften Austragung gewinnt der HCD erstmals den Titel. Es folgt die große Zeit der HCD-Legenden. Bibi Doriani, Hans und Pick Catini und mit ihnen Triumphe en masse. In den 50er Jahren nochmals drei Titel. Der letzte 1958, bevor die große Durststrecke beginnt. Mal weil der HCD gar nicht teilnimmt oder es sportlich schlicht nicht reicht. 42 Jahre warten. Dann 2000, die HCD-Auferstehung mit dem lang ersehnten nächsten Turniersieg. Ich glaube, es war so eine Gruppe, die. Dann war Schiesser nicht sehr auf der anderen Seite. Die haben noch so gedacht, wie ich auch gedacht habe, wieso diese Mannschaft besser wäre, wenn der Gretzky und der Lemieux und was ich was noch kämpfte. Kommen nur, kommen mit mir. Die haben das als Challenge gepackt. Und von Anfang an, das war ein Siegesquiz oder so. Und das war schon eine spezielle Gruppe. Ich mag mich erinnern an jede Phase von dem Spiel, weil es war schön Wetter, es war hell. Ich glaube, die Fans haben so eine Freude gezeigt, dass das mir fast in vielen der Sachen, die ich erlebt habe, wirklich tief in Erinnerung ist. Ich glaube, die Fans haben es auch gespürt. Ich denke, jetzt sind sie fällig und die Mannschaft ist bereit. Wir sind richtig gefeiert. Da ist eine Hierarchie und Stimmung in der Mannschaft und von nichts Angst und mutig sein. Wenn ich gesagt habe, sie müssen 7 Überschläge machen, haben sie 7 Überschläge gemacht. Und obwohl das nicht einmal einer möglich war. Also ich muss sagen, und das hat man gemerkt, dass die Kanadier schlagen wollen. Also es waren auch ganz starke Derby, Kanada, wo es wie eine Hassliebe war. Irgendwie respektvoll, beide, ein großes Ding, aber es ist
das ist wirklich, das ist dann, auch wenn man im Spengler Cup sagt, der Spengler Cup, aber das ist bis auf den letzten Bluttropfen ist schon alles gegangen. Kanada geschlagen, Davos obenauf, die Durststrecke von 42 Jahren beendet. Doch der HCD-Erfolgshunger damit nicht gestillt. Ein Jahr später die Titelverteidigung. Dank einem Kanadier gegen die Kanadier. Lonnie Bohonas tanzt seine Landsleute in der Verlängerung alle aus und sichert Davos den Turniersieg. 2004, Mark Giannola und die NHL-Superstars Joe Thornton, Rick Nash und Niklas Hagmann rocken Davos. Und Jonas Hiller macht hinten dicht. Zwei Jahre später setzt sich Davos im Traumfinal gegen Kanada mit 3:2 durch. Dies nach einem 0:2 Rückstand. 2011 ohrfeigt der HCD auf dem Weg zum Titel das Team Kanada historisch hoch mit 8:1. Im Final wird das KHL-Team Dynamo Riga bezwungen. Es ist der 15. und bisher letzte Turniersieg des HC Davos am Spengler Cup. Ja, die Match zwischen Davos und Kanada sind richtige Klassiker geworden. Da warten die Fans auf Mark Giannola und sie sind in vielen solchen Matches dabei. Sie haben selber viermal den Spengler Cup gewonnen. Weil es ist für sie die Erinnerung, die gerade vorne steht. Ja, da kommen ganz alte Erinnerungen wieder vor. Also, es war unglaublich, wie erfolgreich die Mannschaft war. Dazumal. Und man muss sagen, der Spengler Cup war der Anfang dieser erfolgreichen Periode. Wir waren eigentlich ganz junge Spieler und haben noch keinen Meistertitel gewonnen und so weiter. Und haben dann ein, zwei Jahre vorher im Finale verloren gehabt. Und haben dann da wirklich in dem ersten Sieg, seit 42 Jahren, haben wir dann gelernt, gewinnen und haben dann nachher den Grundstein gelegt für ganz viele Titel vom HCD. Eben ist es wirklich so, 96, 98 haben sie im Finale noch verloren gegen Kanada und dann im 2000 haben sie den Spengler Cup-Final gewonnen und sind dann auch im 0-1, also gerade in dieser Saison, das erste Mal Meister geworden. Was ist denn das gewesen, was man hat können lernen am Spengler Cup, der mit der Meisterschaft zum Siegerteam gemacht hat? Ja, das sieht man ja, die guten Mannschaften, die haben gelernt gewinnen. Die sind dann im richtigen Moment sind die kaltblütig und finden einen Weg, wie sie ein Match gewinnen, auch wenn sie nicht die bessere Mannschaft sind. Und das ist, wir sind nicht immer die beste Mannschaft gewesen, aber wir haben immer einen Weg gefunden, wie man den Spengler Cup gewinnen kann. Der 2000er-Final, das war ja auch das erste Mal, wo der Final am 31. gespielt worden ist, Mittag um 12 Uhr ausverkauft war. Und Rano Del Curto, der hat dort die Stimmung beschrieben, die so elektrisierend war, Freddy Parghezzi. Wie war das dort und wie wichtig war es, das, dass der HCD dort können wieder auf die Siegerliste drauf kommen? Ja, ich glaube, allalang ist es wirklich wichtig, dass der HCD nicht nur mitspielt, sondern dass der HCD auch eine Chance hat, um das Turnier zu gewinnen. Und das ist sicher auch jetzt etwas, was man in den letzten paar Jahren ein bisschen verloren hat. Also da ist der HCD sicher auch unter Erfolgsdruck, dass irgendwann, nächstens, sollten wir das wieder mal gewinnen. Also, Mark Giannola, das wäre jetzt der Auftrag gewesen, natürlich. Nein, eben, es muss ja dann wirklich alles stimmen. Mit den Schweizer Spielern und dann aber auch natürlich mit den Verstärkungsspielern, wo ja grandiose Spieler auch dazugekommen ist. Wie war das einmal gewesen, wenn die, zum Teil sind es ja fünf Leute, in die Garderobe reingelaufen sind, irgendwann am 25. Oder wie ist das einmal gegangen? Ja, da hat man bis kurz vorher nicht gewusst, wer kommt, aber man hat ja dann unglaubliche Stars am Spengler Cup gehabt, die uns geholfen haben. Und man hat es dann schon in den Trainings gemerkt, oder? Wenn man 3 bis 5, 6 Spieler dabei hat, wo Ausländer spielen in der Schweiz und mittrainieren, dann ist das Niveau automatisch höher. Und jeder hat sein Level können steigern und so ist das ein unglaublich hohes Niveau in diesem Turnier. Und ja, wir konnten uns können weiterentwickeln mit dem Top-Teilnehmerfeld. Ja, und das Level ist weiter gesteigert worden beim Spengler Cup und damit sind wir angelangt in der Neuzeit von dem Turnier. Vor 10 Jahren wird der Spengler Cup von 5 auf 6 Teams aufgestockt und der Modus verändert. Das soll mehr Spannung bringen und die Option, wieder ein zweites Schweizer Team einzuladen. Dieses wird immer wieder zur Bereicherung. Fribourg-Gottéron etwa sorgt 2012 für spielerische Glanzlichter. Und mit dem sogenannten Kiwi-Dance für stimmungsvolle Einlagen. Musik 2013 haben Servet und Adler Sherkan sogar den Titel im Visier und holen ihn als erst dritte Schweizer Mannschaft nach Gastgeber Davos und dem ZSC. Im Jahr darauf schaffen die Genfer sogar die Titelverteidigung. 2017 gastiert das Schweizer Nationalteam nach fast 40 Jahren wieder am Spengler Cup. Als Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Pyeongchang.
Selten wird im Eisstadion so laut gejubelt. Und letztes Jahr spielt Ambri Piotta groß auf. Die Tifosi bilden das Herzstück des Turniers und sorgen für Momente, die ewig bleiben. Ah, das packt einem gerade wieder, wenn man die Emotionen sieht vom letzten Jahr. Und jetzt schauen wir da rein in die Kurven und sie ist einfach leer. He? Blüht das Herz, Marc Giannola. Ja, nicht nur das Herz, sondern auch fast die Augen. Ja. Wenn man da zuschauen muss, was jetzt zur jetzigen Zeit hier im Stadion los ist. Und wenn wir jetzt hier allein hocken und miteinander reden. Ist das auch so, man merkt auch in diesen Zeiten auch noch extremer, was man auch an dem ganzen Turnier und am Spengler Cup hat, was das auch für einen Wert ist. Also ich glaube, bei uns ist der Wert des Spengler Cup unumstritten. Wir wissen ganz genau, was der Spengler Cup für einen Wert hat für die ganze Hockeywelt, nicht nur für uns selber. Und ich hoffe, dass den anderen Leuten das gleich geht wie uns. Und das Hockeyfest da weiterhin ein unglaublich tolles Event wird bleiben. Und wir das weiter können so organisieren wie in den letzten Jahren. Eben, aber gleich müsst ihr immer auch kämpfen um den Spengler Cup und um den Termin auch zwischen Weihnachten und Neujahr, dass das Turnier im Kalender drin bleibt. Ja, das ist so. Und, meine, da kommen verschiedene Interessen, die voneinander prallen. Da muss man einmal Lösungen suchen. Aber ich glaube, mit dem jetzigen Modus, den wir gefunden haben, innerhalb der Nationalliga, haben wir einen guten Modus gefunden. Einen, der für uns gut ist, der etwas kostet, aber der grundsätzlich gut ist. Aber ich denke auch für unsere Kameraden in der Nationalliga ist es eine gute Lösung. Also, weil, wie es der Marc Giannola gesagt hat, letztendlich ist der Spengler Cup nicht nur eine Veranstaltung vom HC Davos oder von Davos, sondern es ist eine Veranstaltung vom Schweizer Hockey und vielleicht sogar auch irgendwo ein bisschen durch die Propaganda für das Hockey generell. Ja. Eben, aber gleich müsst ihr Entschädigungen zahlen an die anderen Teams, damit ihr weiterhin den Termin für euch exklusiv habt. Ist das so, wie es auch in Zukunft weitergehen soll? Ja, absolut. Also, ich glaube, wir haben ein Produkt, das funktioniert. Jetzt werden wir sehen, wie es nach Covid aussieht, ob das Produkt immer noch genau gleich funktioniert wie vorher. Aber wir sind nicht bestrebt, um das Produkt zu verändern, das gut ist. Und darum probieren wir eine Lösung anzustreben, die im gleichen Rahmen ist, wie es bis jetzt war. Aber es geht natürlich darum, dass man das Produkt weiterentwickeln will. Spengler Cup, der so viel Tradition hat. Wie kann die Weiterentwicklung aussehen, Marc Giannola? Ja, eben, wir haben natürlich eine ganz tolle Tradition und fast eine 100-jährige Geschichte. Und wir müssen aber aufpassen, dass wir nicht ganz den Blick nach vorne verlieren, sondern dass wir auch schauen, dass nach vorne der Spengler Cup sich verändert. Wir haben da ganz einen Haufen Ideen gehabt in den letzten Jahren. Unter anderem ist dann der E-Spengler Cup daraus resultiert, wo wir jetzt das haben können optimal einsetzen, weil eigentlich alle Sportarten nur noch daheim vor dem Fernsehen stattgefunden haben und die Leute haben noch mitspielen können. Das ist eine tolle Sache. Es hat ein Turnier stattgefunden und gestern sogar ein Spengler Cup-Final. Einfach ein elektronischer an der Spielkonsole. Und wir wollen schnell hineinschauen, weil im Final gestanden ist das Team Kanada gegen das Team aus Kasan. Also zwei von den Teilnehmern. Mit diesen Teams ist gespielt worden. Aber natürlich an der Konsole sind da die Spezialisten gewesen. Auf der linken Seite der Team Hess. Er hat Kanada gesteuert und er hat das Final können gewinnen gegen den Sven Julmi, der mit Kasan antreten ist. Ja, wie ist das? Die Resonanz auf so einen Gaming-Event vom Spengler Cup, Marc Giannola? Ja, die Resonanz ist, wir haben ja zwei verschiedene Arten von Resonanz, die wir da hören. Einerseits die jungen E-Sportler, die das unglaublich cool finden. Also meine Kinder, mein Jüngster war ganz enttäuscht, dass er sich nicht einloggen konnte oder es nicht geschafft hat, zum einloggen. Das ist eine Woche lang, hat er nicht mehr mit mir geredet. Aber auch von der Sponsorenseite her ist das eine unglaubliche positive Welle, die hier über uns gekommen ist. Und man spricht auch ganz neue Leute ansprechen. Mhm. Aber ist immer so ein bisschen der Spannungsbogen, wo man sich drin befindet, halt zwischen Tradition und Kommerz, weil der Spengler Cup ein wichtiges Standbein ist für den HCD. Ja, absolut. Aber ich glaube, am richtigen Spengler Cup da kann man nicht dran rütteln. Das ist unser wichtigstes und bestes Produkt, das wir haben. Und jetzt das Nebenprodukt E-Spengler Cup, das ist jetzt einfach aus der Not, haben wir das jetzt gemacht und haben es eigentlich schon ein Jahr vorher wollen, mit einer Qualifikation einzusetzen. Aber für dieses Jahr ist das okay gewesen, aber wird nie einen richtigen Spengler Cup ersetzen. Eben,
der da, wo wir jetzt gerade sind, auf dem Eis, in dem Stadion, in dem ja, wunderbaren Dach, wo man immer wieder mal aufschauen, wenn man da sitzt, das soll natürlich so bleiben. Das ist die Spengler-Göppe-Action und die Tradition, die wir uns für die Zukunft wünschen. Weil es gibt so einen Haufen Bilder, die wir vermissen, aber Bilder, die wir heute in einem Zusammenschnitt können anschauen können. Bilder, die eben so auch zum Spengler-Göppe gehören. Und jetzt schalten wir wieder direkt in die wunderschöne Eishalle von Davos. Ihr könnt schon lachen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist ein blöder Schnurri. Es ist... Ich komme für die Stutzenwalle. Oh, jetzt ist fertig. Ja, Schmunzeln gehört dazu. Spengler gehört definitiv auch als Unterhaltungsprodukt. Und so habt ihr das auch immer zelebriert. Und das ist ja immer auch gegangen, dass eben auch rund ums Stadion ein Haufen passieren soll. Und da hat sich ja die Geschichte... Gerade auch in Ihrer Zeit, Freddy Borghezio, viel verändert. Ja, das müssen die anderen beurteilen, aber ich glaube schon. Und, wir haben immer gesagt, das Wichtigste muss der Sport bleiben. Aber rundherum braucht es das Gesamtpaket, das einfach stimmt. Und jetzt ist es mit dem Gesamtpaket eben vor allem natürlich schwierig, in Covid-Zeiten irgendwie ein Programm können zu machen. Ist darum ein Geisterspengler-Göpp gar kein Thema gewesen? Nein, das ist, haben wir auch lange diskutiert, den ganzen Sommer lang, ob der Spengler Cup auch ein reines Fernsehprodukt könnte sein. Aber wie der Freddy Borghezio gerade gesagt hat, das ist das Gesamtpaket Spengler Cup, was ausmacht. Da ist Entertainment dabei und das kann man nicht ohne Zuschauer bieten. Die Marke Spengler Cup ist da zu viel wert, um da einfach nur Eishockey zu zeigen. Teams wären eingeladen gewesen. Wir sehen die Liebling von den Mannschaften, die in diesem Jahr antreten wären. Jetzt kommen aber nicht genau die gleichen. 2021, oder? Der Freddy Borghezio hat eine Mannschaft auch schon eingeladen, die man lange nicht mehr sieht. Ein schwedisches Team, Frölunda wird kommen. Ein absolutes Top-Team, das zugesagt hat. Was kann man sonst sagen zum Teilnehmerfeld? Ja, wir haben Vorgespräche geführt mit den Mannschaften von diesem Jahr. Es ist grundsätzlich von den meisten Interesse da, um möglicherweise auch nächstes Jahr wiederzukommen. Wobei wir sind mit allen so verblieben, dass wir jetzt einfach mal schauen, was passiert mit dieser Pandemie. Wie kommen die Teams, die Ligen, die Organisationen zu dieser Krise raus? Und wenn dann, sobald man dort ein bisschen Klarheit hat für nächstes Jahr, wenn wir dann Entscheid fällen. Ja, aber zweites Schweizer Team, Ambri, würde jetzt wieder kommen. La Montanara hat noch gut getönt da drinnen, oder? Ja, also das ist La Montanara ist für mich emotional der Höhepunkt von diesen 30 Jahren. Also Ehrenwort? Ja, definitiv. Auch wenn es nicht unsere Mannschaft war, aber La Montanara in dieser Kathedrale da drin, das ist, glaube ich, das ist wie ein Mekka für einen. Also, das ist unglaublich gewesen. Dann hören wir doch La Montanara, würde ich sagen. Gute Idee. Die Bilder haben wir auch. Gesehen, was da letztes Jahr abgegangen ist, natürlich bei Ambri Piotta. Ja, was bedeutet das jetzt
für den HCD? Die Frage natürlich noch, weil Spengler Cup und HCD so eng miteinander verbunden sind, Marc Cianola, in diesen schwierigen Zeiten. Ja, wir haben natürlich mit dem Organisieren des Turniers haben wir einen grossen Budgetposten, wo den Spengler Cup betrifft. Wir halbieren unser Budget eigentlich mehr oder weniger halbieren. Der HCD hat ein Budget von rund 28, 29 Millionen. Wir gehen aber noch 14 Millionen. Das ist die Konsequenz aus der Pandemie, nicht nur Spengler Cup. Und jetzt probieren wir aus dieser Krise so gut wie möglich rauszukommen, dass wir so wenig wie möglich Kredit abzahlen müssen. Also wir wünschen alles Gute für die Zukunft und hoffen natürlich fest, dass in einem Jahr am 27. Dezember nicht mehr wir hier sitzen, sondern dass dann eben wieder gespielt wird im vollen Stadion, so wie wir es uns aus der Vergangenheit kennen. Danke vielmals für die Anekdote, die Einblicke in die Geschichte, Freddy Borghezzi. Danke vielmals, Marc Cianola, alles Gute. Danke vielmals, dass Sie dabei sind bei unseren legendären Spengler Cup Moment. Und es gibt noch mehr Sport bei uns heute auf SRF 2. Dabei wünsche ich jetzt schon gute Unterhaltung und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Spengler Cup Momente mit UBS. Partner seit 1985.